Servus Fliegerfreunde, auf geht's zu einer Hike and Fly Tour auf den Ötscher rauf. Mit dem Gepäck habe ich vom AirDesign das neue Liegegurtzeug, der Sock. Und da machen wir heute einen Praxisflug quasi. Also am Startplatz schauen wir uns das gemeinsam an. Aber jetzt haben wir noch einige Höhenmeter Aufstieg vor uns. Auf geht's! Jawohl, wir haben es geschafft. Da sind wir jetzt am Startplaz vom Ötscher. Ich würde sagen, packen wir gleich das Gurtzeug aus, machen wir sie startbereit. Ich zeige euch nochmal einen groben Überblick, die Features vom Gurtzeug und dann haben wir sie in die Luft. Einmal ein riesen Dankeschön an die AirDesign, dass wir das Gurtzeug gratis zur Verfügung gestellt haben. Also, ich habe es halt ausgepackt und möchte mit dem Video euch das Gurtzeug ein bisschen näher bringen, dass ihr euch bei eurer persönlichen Kaufentscheidung leichter tut. Na gut, let's go! So, wir schauen uns heute das Gurtzeug von AirDesign an, der Sock. Der Sock wird geliefert mit so einem Inflation Bag, zu Deutsch einfach so ein Aufblase-Sack. Ist ganz gut zur Aufbewahrung und auch gleich zum Protektor aufblasen. Das heißt, man kann direkt nach dem Auspacken beginnen, den Protektor aufzublasen. Dazu steckt man einfach den Schlauch, der was hinten im Rückenfach drin ist, aufs Ventil drauf. Füllt den Packsack mit Wind, also mit Luft. Dann rollt man das Ganze einfach zusammen. Und presst die ganze Luft da rein. Wenn man das Ganze gut macht, hat man mit zwei Luftfüllungen den ganzen Protektor aufblasen. Man kann schon mit den weiteren Startvorbereitungen fortsetzen. Ja, eineinhalb Luftsackel haben wir gebraucht. Was man dann nicht vergessen darf ist, man hat da ein klug gelöstes System mit einfach einer Klemme, die was man da verschieben kann. Das hat den Vorteil, dass der Schlauch nicht immer auf derselben Stelle abgeklemmt wird. Somit wird die Philosophie von AirDesign verfolgt, Langlebigkeit und Robust. Wenn man das dann angeklemmt hat, zieht man einfach den Schlauch wieder an. Versorgt den ganzen hinten im Gurtzeug und den Aufblasesack lässt man die Luft auf raus und stopft hinten gleich ins Rückenfach. Also der Luftprotektor geht bis unter die Oberschenkel und hoch bis zum unteren Lendenwirbelbereich. Das Ganze deckt einen großen Bereich an und schützt dadurch sehr gut. Was ebenfalls gleich ins Auge sticht, ist der verstärkte Rückenbereich. Der bietet einen hohen Komfort während dem Flug, ist kälteresistent, also schützt vor Kälte bei längeren XC-Flügen und ist einfach sehr bequem, diese Sitzschale. Gut, also als zusätzlichen Schutz habe ich jetzt meinen Rucksack einfach zusammengerollt. Den gebe ich in die Tasche unterm Sitz. Das ist auch eine großzügige Tasche vom Volumen her. Der wird einfach geschlossen mit einem Reißverschluss. Und somit verlängert das Ganze mein Protektor um ca. 20-30 cm. Kleinigkeiten, so wie Zellenpacksäcke, kann man zum Beispiel da vorne reinstopfen in die Bugtasche. Das ist auch ganz praktisch fürs Biwakfliegen, wenn man da einfach extra nur mehr einen Stauraum hat. Durch das durchdachte System von AirDesign, dass man in die Bugtasche vorne was reingeben kann, unter dem Sitz, also unter dem Sitz, bleibt im Prinzip hinten das ganze Rückenfach frei und man hat da echt viel Platz für zusätzlichen Stauraum. Also ich könnte jetzt da locker nur 2-3 Höhen reingeben oder eben ein Zelt fürs Biwaken und das wäre überhaupt kein Problem. Im Rückenfach befindet sich ein kleines Extrafach. Das ist ganz praktisch für Trinkblasen. Da haben wir auch gleichzeitig die Durchführung für den Trinkschlauch. Und mit der geht man dann weiter über den Schultergurt und kann den Trinkschlauch vorne befestigen über einen Klettverschluss. Ja, also danke Thomas für die geile Erklärung und jetzt ist Zeit, dass wir in die Luft starten. Unsere ersten Kollegen, die sind schon unterwegs und sind da oben. Und wir sagen Thomas, gehen wir so ab in die Lüfte. AirDesign typisch, lässt sich das Gurtzeug leicht schließen. Die Farbmarkierung ist da sehr behilflich. Rot zu Rot.
grün zu grün. Die Verschlüsse sind wirklich griffig. Auch mit den Handschuhen kann man das Fahrzeug leicht verschließen. So, auf geht's. Juhu! So, heben ab. Mitten der Sack. Das perfekte Sorgenwetter haben wir. Machen wir mal ein paar Meter in die Höhe. Im Flug bietet der Sock wirklich einen tollen Komfort. Durch den verstärkten Rückenbereich wird der Druck gleichmäßig auf den Rücken verteilt. Die großen Beinschlafen geben ein tolles Gefühl. Ich bin generell sehr kompakt im Gurtzeug gesessen. Was soll ich mal sagen? Also ich habe mich richtig frei gefühlt. Das habe ich natürlich gleich ausgenutzt. Ich und der Thomas kämpfen sich gerade die letzten Meter zu unserem persönlichen Highlight des Tages rauf. Dann steigen wir! Top gelandet! Am Ötscher! Ötscher Gipfel mit dem Schirm! Juhu! Boah, das Erlebnis, das war richtig, richtig nice. Im Flug bietet der Sock natürlich ein großes Cockpit. Sehr praktisch ist die große rechte Seitentasche. Diese bietet wirklich viel Platz, wie zum Beispiel für diese Handschuhe. Weiters gibt es beidseitig Taschen mit Reißverschlüsse. In der Netztasche unter dem Cockpit können zum Beispiel Akku-Packs verstaut werden. Über alle weiteren Features und Highlights vom Gurtzeug habe ich bereits ein Video abgefilmt. Mit dem werden alle offenen Fragen beantwortet. Also, schau es dir gerne an. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Jawohl, das war jetzt ein richtig genialer Flug. Die Top-Landung am Ötscher direkt war ein richtiges Highlight des Tages. Nur mal Steuerlein am Schluss, hab ein bisschen die Laune verdorben. Da ist schon wieder der Mantel gerissen und ich habe jetzt einen Grund gefunden. Da drinnen in den Ösen ist die Glasur abgesprungen. So, jetzt packen wir den Sock noch gemeinsam zusammen. Natürlich müssen wir die Luft wieder rauslassen vom Luftprotektor. Da müssen wir einfach die Klemme wieder öffnen. So, die Luft kommt schon raus. Am besten ist, wenn man die Seitenteile der Hüfte nach innen legt, den Beinsack darüber legt, dann haben wir den Retter da drauf, dann die ganzen Seitenteile nach innen und am Ende noch den Rückenbereich drüber legt. Dann haben wir unseren Aufbewahrungssack wieder, da stecken wir jetzt alles rein. Ja, am Ende werden wir es noch gescheit komprimieren. Presst man die Luft noch raus. Und mit dem Rolltop lässt sich der Sack dann schön kompakt verschließen. So, jetzt haben wir wirklich ein schönes Packmaß beieinander. Ich glaube, da freut sich jeder Hike and Fly und Biwak-Pilot. Ja, super, also ich würde sagen, das war wieder mal ein erfolgreicher Flugtag. Hab mich gefreut, dass ihr geschaut habt und wir sehen uns wieder in den nächsten Videos. Tschüss, pfiat euch!